Wer sehr gut. Gesehen, falls ihr den Bogen reparieren wollt, dann können wir das da dann machen. Sinus, gib jetzt doch mal ab die Aufgabe. Gib irgendwem anders den Bogen, ja, dass ich das hier den Bogen für dich, Sinus. Okay. Oder soll ich für dich angeln, wie du magst? Nee, du kannst ihn verbessern. Der, der den Bogen hat, der kriegt von mir Pfeile dann. Ich möchte den Bogen haben. Ich bring den wieder echt nicht schlecht mit Bogen. Ich hab noch 10 Federn. Hi. Nesti, verteil mal noch mehr Fackeln hier. Wir haben jetzt Wasser, hier ein Wasser, was in das Rundöpfen könnt. Ja, wir können einfach Sinus und oben am Angeln. Nimm mal den Bogen, ich stehe hinter dir. Also, ich hätte euch genug Eisen für einen Amboss. Ja, mach den. Ja, nice. Mach den auch. Direkt schon. Ja, direkt. Also, ansonsten sparen wir es halt auch für den Fall, dass wir noch was anderes brauchen. Einer muss auf jeden Fall immer ein Inventarplan. Das ist egal. Alter, ich kriege gerade voll. Was ist denn Disenchant? Leute, man kann mal Aussicht, ich gehe kurz drunter. Die beiden sind ja abgelenkt durchs Angeln. Disenchant. Könnt ihr das Enchantment von dem Amboss wieder wegmachen und ihr kriegt dafür EP zu. Wie kann ich die Bogen? Ich kriege gerade einen Bug-Hinweis. Ich könnte mit dem Name-Tag einen Zombie. Also das spielt nicht. Nein, das geht nicht. Fuck. Ja. Quatsch. Oh, danke. Amboss steht hier unten neben dem Grindstone. So, oder soll ich ihn lieber im Inventar behalten? Spark, wie repariere ich den Boden am Grindstone? Nochmal. Achso, du brauchst einen anderen Bogen natürlich, um zu reparieren. Ah ja. Okay, dann hat sich das erledigt. Muss halt wieder gucken mit Sortieren. Dann bring ihn am besten nach oben wieder. Ja. Mit Pfeilen. Also guck mal, F3+H und dann könnt ihr euch die Haltbarkeit anzeigen lassen von den Teilen, ne? F3+H. Und dann seht ihr, wie viel Durability hat. Du musst also Grünzeug reinplatzieren, Santa. Wir werden noch mehrere Bögen finden, die auch besser Haltbarkeit haben. Und sowas wie Samplings und so. Ich jetzt von mir noch Pfeile. Gib mal die Pfeile. Gehen schon. Was? Ein ganzer Stack Pfeile erstmal. Gehen Sugarcats auch? Nichts gut. Nessi, ich weiß gar nicht, ich glaub schon. Jetzt musst du nicht mehr. Kann man Sugarcats kompostieren? Abwechseln. Ja, glaub schon, oder? Ich mir da Baum hier raus, ja. Ich würde bei der nächsten Nacht würde ich nochmal Strings. Ich würde unten noch ein bisschen Eisen farmen gehen oder sowas. Ich habe eben 25 Blöcke gehabt nochmal. Unten. Eisen, sehr gut. In Ofen packen, durchschmelzen bitte. Ja, wir haben eine Tripwire. Hinter dir? Pfeil so. Und Bogen. Ey, das sieht doch schon mal richtig geil aus, ohne Witz. Wenn wir jetzt jeder so einen OP-Bogen hat. geht auf die Jagd. Das wird. Bogen ignoriert euch voll. Wir werden gar nicht spectated. Das ist aber okay. Dann voll egal. Dann ist Geheimnis. Gut, dann wissen wir, dass es bei uns nicht so spannend ist. Ja, aber so ist okay. Also, ich würde auf jeden Fall noch unsere Base ein bisschen ausbauen. Das was schlagt ihr? Ja, mach gerade. Ja, aber das Problem, pass auf. Könnt ihr nicht so Lavafallen an die Ecken setzen und so? Ja, aber was bringt das denn? Dann bauen die sich drüber. Ja. Ich würde auf jeden Fall. Also, der Sinn ist jetzt, dass wir ein bisschen skalieren mit den Angeln. Also, dass wir mehr Angeln kriegen und viel, viel schneller super OP zu sein. Ja, das ist Cornell, das ist alles cool. Mit dem haben wir erstmal einen nicht Angriffspakt gemacht. Ja, aber ich hab. Was ist, wenn der nur spioniert? Was ist, wenn der wirklich für jemanden spioniert? Ja, dann soll er spielen. Digga, wir sind die größte Gruppe auf dem Server. Jetzt kackt er nicht so ein Zelt. Zweitgrößte. Nee, es gibt eine mit 17 Leuten. Oder? Echt? Yes. Ja. Aber die sind auch peaceful. Ja. Ja, gut schon. Soweit ich aber der Typ, ne, der soll sich mal vom Acker machen. Das wirkt schon so ein bisschen, als wenn er hier spioniert. Ja, ich glaube auch. Wir kommen, jetzt sagen, wir nehmen ihn auf. Und dann töten wir ihn, dann haben wir auch Diamanten. Können dann. Aber ein richtiger 31er Mann. Ja, aber überleg mal, wenn wir töten würden, hätten wir zumindest. Es ist alles schon mal so erlaubt. Fackeln. Stimmt. Ja, ich hab noch 7 Fackeln. Alles 21 Stück habe ich hier noch. Okay, Leute, pass auf. Ich bin oben. Ja, weg. Ja, hier. Schreibt mal bitte auf den Discord, ob wir Cornell töten sollen. Nee. Sind wir Alter. Alpha-Stein. Ach komm, Alter, das sind schon mal. Wo bist du denn gerade? Oh, warte, lol. Hä? Oh mein Gott, die Hölle. Alter, ich bin erschrocken. Was war das? Ich dachte gerade, wir hätten es nur gewonnen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Unten ist auch jede Menge Kühle drin. Mark, geh hoch. Ich bin oben. Nein, guck hoch, ich bin über dem oben. Hallo. Da oben. Über dem oben. Habt ihr schon ja, ich weiß nicht. An der Border, warte, easy. Ich hab ne Shell-Gangel, wir können gleich mit Dings machen. Es gibt eine Umfrage im Discord, bitte alle teilnehmen, es gibt eine Umfrage im Discord. Okay. Warte. Einfach plötzlich Fackeln hier hinter. Bedenkt bitte, dass wir einen Diamanten brauchen für den Enchantment-Table. Wo gibt's denn? Ja, vor allen Dingen, die anderen Teams haben die das, ne? Wir brauchen 5 Diamanten, Zander. Wir brauchen noch Obsidian-Farm und das geht nur mit einer Diapicke. Ah, scheiße, Digga. Ja, stimmt. Das Ding ist, komm, Spark, nee, doch, du kennst einen anderen Weg.
Die Frage ist aber, wie stellen wir das an? Hast du mir jetzt keine Fackeln hier oben gelassen, Spark? Ich hab noch Fackeln, ich hab noch Fackeln. Ah, lol. Oh, shit. Der Maul ist auch gestorben. Was passiert hier? Oh nein. Die sind in den Nether-Lobby, oder? Oh. Bei uns? Nein, oder? Wenn das jetzt bei uns ist. Wer ist in der Mitte? Halt mich! Da kommt Jo, der fällt runter. Ich weiß es. Das ist ein bisschen laut, das Zeug. Wir gehen dann nicht hin, oder? Ja, aber das ist gut, dass man das Bescheid weiß. Also. So, ich hole mal neue Fackeln unten, weil wir haben da noch Kohle im Kisten. Ich will das ja, ich auch noch unbedingt hin. Und ich weiß, kann hier oben noch jemand so Würfen hin setzen, dann können wir direkt Fisch starten. Netherrod-Latte öffnet, das heißt, alle sind in der Mitte. Naja, so viel zu meinem Leben. Die wollen damit erreichen, dass Leute in die Mitte gehen, weil sowieso Leute beim Portal sind. Fisch? Oh, da wird der richtige Action jetzt. Gib mich ins Licht! Zurück! Nee, wir benutzen keine Bugs, Leute. Bugs haben nur du. Komm oder so. Nein, schick mal! Möchte jemand leitern? Hast du auch Kohle reingehabt? Nein, nicht zum Spannen. Ja, kann ich noch machen. Oh, könnte ich jetzt auch mal was Sinnvolles angeln, ey? Leute, wenn jetzt Nacht ist, wir schieben was. Holy shit. What the fuck? Wow, noch einer. Komm. Direkt. Wer ist nochmal in die Mitte? Alter, wer geht denn da jetzt gerade dahin? Keiner ist gierig. Wenn ich und Leute, entweder alle oder keiner. Ernsthaft? Wir können das safe machen und uns die OP-Sachen angeln, oder ne? Ich würde nicht so weit weg. Ich würde es jetzt echt nicht riskieren. Nee, also absolut nicht. Sammel doch Sugar Cans mit. Wir haben genug Sugar Cans, oder? Ohne Ende haben wir. Komm zurück, Mann. Ja, holt mal nicht. Na, es kommt bestimmt noch ein Spawn, es kommt bestimmt noch was näher an uns. Hat jemand Leid? Jetzt Kollege. Gleich ist Nacht und eventuell gibt's wieder ein paar Spinnen oder so Mobs am Ufer. Oh, Digga, ich wollte gerade sagen, hier ist einer der Nähe, aber es war einfach ein Laden. Ja, aber es kann ja sein, dass da auch nur Schrott drin ist, ne? Oh, wow, ein Fisch. Es ist ja nicht unbedingt da was. Ja. Ja, Mobfarm wäre schon ziemlich sexy, ne? Mobfarm, hallo? Belly, komm, wir starten. Ja, komm, lass machen. Also, wenn wir ganz in die Ecke von der World oder gehen, da ist halt nur Wasser. Ja. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen! Nein, Messi, oh nein! Da funktioniert die Mobfarm nicht mehr. Was ich würde sie halt hier bauen, oder? Ja, mal, Messi, aber dann hier hoch, oder? Messi, ich hol Blöcke. Wenn du nicht mehr angelst, gib deine Angel wem anders. Ich hab sie schon jemand da. Ich bin schon dran, Ich. Hier drüben, Gaming Guides. Okay. Kein Problem. Ja, oh mein Gott, hier sind alle Teams gerade. Hier sind alle Teams gerade. Ach du Scheiße, die treffen mich alle an der Hölle. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Was jetzt passiert, kann niemand erahnen. Was ist hier los? Diese ganzen Spieler treffen sich alle an der Hölle. Da ist noch ein Team. Das ist das Team von Basti. Oh mein Gott, der Kampf geht los. Der Kampf geht los! Und das Höllenportal geht genau jetzt auf! Das ist. Oh mein Gott! Was ist da los? Was ist da los? Ach, was ist das alles zusammen? Junge, was passiert da? Ich bin der Baumbauer. Ich bin da. Aber Koi erster. Da kannst du mit deiner Angel gehen. Ich hab keine Angel. Und was für Angel? Hä, hast du nicht geangelt vorhin? Nein, ich hab Angel besorgt. Achso. Das ist wieder dieser Cornel. Ey, ist jetzt keiner mehr unten bei uns in der Base, ne? Also ich glaube, Cornel. Das ist der einzige Sinn, den er hat. Du kannst ihm erzählen, dass er solo die ganze Zeit nur. Da ist gerade ein Apfel runtergefallen. Ja, dann sag dem doch, der kann zu uns kommen, Early. Wir haben doch abgestimmt, dass er mitspielen kann in der Gruppe. Ich sag euch, wenn wir jetzt zu 10 angeln würden, jeder hat eine Angel, dann würden wir so schnell Sachen. Ja. Wir brauchen halt noch mehr Strings. Das Schlimme ist halt, 5-mal angeln kann ich noch und dann waren meine Strings verbraucht, meine Angels. Keine neue. Hast du nichts Geiles gekriegt? Ach, wir kriegen schon was. Haben wir auch einen Eingang vom Wasser? Hallo! Lass mal Spark angeln. Der hat das Glück geerbt. Wie angeln? Nicht mehr, mach was anderes. Mach selber was anderes. Wenn dich das nicht interessiert, guck mich. Fies. Krieg ich die Fäden nur von einer Spinne? Spinne? Ja. Oder von Spinnenweben, aber die gibt's ja hier nicht. Okay. Das heißt, ja, das ist halt nur eine fertig gebauten Map, leider das Problem. Ist Stege im Nether? Ich hab gehört, einige im Nether wohl.
Alter, ich habe 12 Äpfel. Wir bräuchten Gold. Ja. Ich habe auch noch ein paar. Das ist das Problem. Hab Level 20, ey. Wo sind die ganzen Bäume? Ich hab noch hier Gold. Hier oben, ich hab genug. Was ich hab noch 23 Baummehl. Hat irgendjemand von euch das Holz aus der Kiste genommen? Ich hab sau viel. Ich hab ganz viel Holz, Leute. Wenn ihr Holz braucht, ja, ich bin der Holztyp. Okay, ich komm zu dir, Basti. Ich bin der Holztyp. Er ist der Holzfuzzi. So. Loot Drop hier. Im Nether. Ah ja. Ehrenhaft, dankeschön. Also wenn wir alle Bögenstärke 4 haben. Oh, heftig. Digga, das ist ein Creeper. Tschüss. Ja, ganz ehrlich, passt echt auf da unten bei solchen Sachen. Da unten? Ich bin an Land, alleine. Achso, oh, ich hab gedacht, ich suche immer noch Spinnen. Baloo, ich hab ja aufgetragen, Spinnen zu suchen. Genau, machst du gut, aber es ist nicht Nacht, deswegen ist da keine Spinne da. Ja, aber mir wurde gesagt, es kann doch Spinnen da sein, das ist eigentlich richtig. Eimer? Hat jemand von euch einen Eimer? Wie ist denn hier der Zugang jetzt zu unserer Base, hier zu unserer Fliegenden hier? Wie kommt man denn hier raus und rein? Einfach da hoch. Wo? Hat jemand einen Eimer? Ein Eimer mit Wasser im Inventar, ja. Mir wurde einfach Fossi hingeschrieben. Wer hat einen Eimer? Ich hab einen Eimer im Inventar. Ich hab meinen Eimer Spark gegeben. Ich hab einen Sattel bekommen, Bruder. Spark? Ich hab Faden. Bruder, reit los, ey. Kannst du mir einen Eimer geben, kurz? Ja, ich hab noch einen Eimer mit Wasser. Aber warte mal kurz, bis ich jetzt den Haken einmal rausziehe. Noch Sugarcane für Dinge. Hier sind 3 Eisenerz, was hier. Oh, danke schön. Ey, jetzt mal ohne Witz, wenn jetzt Zander hier ganz schnell reinfliehen müsste, wie zur Hölle soll er auf die Base kommen? Einer müsste unten aufbauen und ich gehe rein. Ja. Also das muss man immer aufmachen. Ja, einer kommt ja so nah ran. Wir können ihn doch einfach angeln, also. Hä? Basti, wolltest du einen haben? Hier. Ich hab. Aber Spark, du kannst mir den Eimer wieder geben. Oh, nö. Spark, mein Eimer wieder zurück. Danke. Ach, nee. Ich sehe ein Baby ertrunken. Ich versuch die ganze Zeit Gegner zu spawnen. Nee, die sind Early, du kannst aber bitte wieder an Land kommen. Wir müssen mal einen Dreizack holen. Warte, ich komm sofort. Wegen den Spinnen, weißt du? Nee, ich bin gerade unten in der Base. Nee, zum Spawn gehe ich ganz bestimmt nicht. Wo ist sofort passiert? Warum nicht, Nassi? Es wird auf jeden Fall jetzt langsam Nacht. Da ist mega viel los. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Da fährt. Ist Zander? Nein, da fährt ein Boot. Da fährt ein Boot. Hier fährt ein Boot. Ich kann nicht sehen, wer es ist. Richtung Sumpf. Das sind 2 Boote. Ja. Welches sind das? Rotpilz und Mo. Oh. Oh, Achtung, da ist einer mit einem Dreizack. Ja, ich sehe ihn auch gerade. Holy shit. Seht ihr den Scheiß? Hab ich gerade gesagt. So ein Dreizack, wir können auch einen Dreizack. Alter, soll ich mit dem Bogen killen? Ja. Oha. Wenn wir einen Dreizack kriegen, ist schon nice, aber ohne. Schießt mit dem Bogen, der Haltbarkeit drauf hat, dann verbraucht sich da nicht so viel. Der bräuchte also da eine Loyalität. Aber, meiner ist nach einem Schuss tot, also weg. Der Bogen hat. Da ist gerade einen Zombie mit verzaubert. Sollten wir erstmal heimmachen. Soll ich den das gehen? Das wäre krass. Das wäre krass, wenn wir einen Base aufziehen. Hast du dein Boot im Inventar? Nein, ich habe von dir kein Boot. Mein Boot steht am Wasser. Dein Boot, okay, alles klar. Ich nehme das aber jetzt in der Hand fest. Sinus nicht so nah. Sinus, pass auf, der wirft den relativ weit. Er wirft ihn. Der aimt schon, pass auf, geh zurück. Oh Gott. Die sind wirklich OP, die Dinger. Lass mich mal kurz wieder rein. Wieso haben wir keinen Eingang?
Warte, 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 ich komm. Ja, dann mach dann auch nichts draußen. Warte, hier auf der Seite, Silos, hier. Ach Mann. Hier, hier, auf der, links, links. Ich hab da schon oft Silos, hier. Helf mir kurz, hallo. Hier. Links, links. Silos, oh, echt? Wo ist unser Herr Gaming, jetzt hat die doch da die Türe geöffnet. Das ist unsere Wache. Wenn jemand anders mit dem Boot jetzt ankommt, dann verteidigt er uns. Stimmt. Da hinten hat einer sogar eine Angel. Da hinten ist er ertrunkener mit der Angel. Karotte wäre geiler für goldene Karotten. Versuch mal, mach mal. Ja, wenn, selbst wenn du den triffst, daneben stehen. Wieso haben wir hier absolut gar keinen Eingang? Weil wir keine Feinde nutzen könnten. Ja, dann, aber dann machen wir doch einen, der mit Eisentüren ist. Machen auf. Haben wir noch Eisen? Dann kommst du ja trotzdem nicht rein, wenn du Eisentüren hast. Ja, aber dann kann doch jemand aufmachen. Ja, aber so doch auch einfach. Ich kann sagen, so kann doch jemand einfach aufbauen. Also ich will keinen Eingang bauen. Ich auch nicht. Nee. Okay, ich sag's euch. Einer wird safe noch sterben dadurch. Ja, aber ich sag mal so, wenn man runterfällt, so wie Nessie jetzt zweimal hintereinander, dann sollte man vielleicht einfach zugucken, ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, bis hier vorne hin kommt doch keiner. Das wird doch keiner unbemerkt schaffen. Also da kann man doch einen Eingang bauen, oder nicht? Also da wird doch keiner ans Rand sneaken können. Ja, von mir aus kann man da gerne nur abschließen. Ein paar Leute mal. Aber macht den auf die Rückseite, Leute. Macht den auf die Rückseite. Ja, klar. Wir sollten vielleicht trotzdem die Mauer hier weiter nach unten ziehen, weil wenn die Gegner die sind unter uns. Wir können nicht schlagen, nicht treffen, gar nichts, weil die verschwinden ja unter uns. Wir sehen die nicht. Deswegen müssen die Mauer nach vorne ziehen. Wir können ja zwei Pistons. Ja, nee, das bringt auch nichts. Wir sollten auf jeden Fall die Base verbreitern, sodass die unten breiter ist als oben. Ja. Alter, wie viele Äpfel hier bei rumkommen. Wir sollten uns auch dann unten ausloggen, ne? Haben wir Äpfel? Ja. Unten wieder. Was haben wir? Alter, Sinus, ich hab 24 Äpfel. Ja, dann geben wir nur Fische. Unten sind auch noch ein paar Äpfel. Ja, aber noch keine goldenen. Noch keine goldenen. Ja, hast du die? Hast du die Melonen jetzt angepflanzt? Ja. Wo? Aber es sind noch nicht gewachsen. Ich hab nämlich noch 3 Melonen hier am Start. Okay, hier. Dann kann ich noch wieder anfangen. Oh, Creeper tot. Hilft mir jemand beim Ausbau der Base? Oh, zwei Leute sind für Creeper und nichts explodiert. Ja. Ich kann dir auch helfen. Alter, wer hat die Melone abgebaut hier? Das waren Sinus und ich, weil ich aussehen das Wasser weggemacht habe. Genau. Ich hab die Melonen, sieht's aber, 2 Stück. Naja, egal. Weniger? Ja, wegen dem Baumüll ist das echt kacke, aber ich hab das Wasser weggemacht und wir hatten gerade keins. Na egal. Er hat mir einen Arsch damit gerettet, dankeschön. Clem, wo bist du? Sorry. Hier, ich bin hier außen, da wo Gaming Guides auch steht. Ach, lass Scheiße, doch mal jetzt alle, wir haben noch 5 Minuten. Wenn wir jetzt alle schnell machen, dann haben wir das noch erweitert, bevor es weitergeht. Was denn, das denn? Warte, hast du noch Steine oder Ader? Also einfach hier abbauen alles? Nee, hinbauen. Was willst du denn machen? Achso, hin, okay. Dass die Base unten breiter ist als oben. Okay. Mit ein paar Löchern vielleicht da drin. Ich fahr mal von der anderen Seite. Und wir sollten uns auf jeden Fall dann unten ausloggen. Ach, Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob wir uns unten ausloggen sollten. Nur die vielleicht morgen nicht können, aber ich würde mir auch nicht unten ausloggen, weil wenn jetzt irgendwelche Leute planen, uns anzugreifen und loggen sich hier in der Nähe aus, bis wir alle oben sind morgen. Also, die Bastian GAG sollen uns Richtung gesprintet kommen, laut Chat. Jetzt ich habe gehört, dass es eine Mega-Fight in der Mitte gibt. Hat jemand Fackeln noch? Ich habe noch 8 Fackeln, ich habe noch 8. Warte hier. Verwirren davon. Wir haben unsere Sachen hier. Der nächste sagt, die sind in der Höhle. Hey, ja, das ist safe. Gerade wird geschrieben, Megafight in der Mitte, aber ja, genau, bei mir auch. Ja, wenn einer mal sterben würde, ne? Ja, aber es hat doch einer, hat doch 2 getötet. War das ist ja der Creeper und so, aber. Nessie, Achtung. Ne, vorhin als Luftkugel auf den hat einer 2 Leute getötet. Ich meine, es war dieser Phoenix. Nee, Phoenix war das. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass hier das. Bark of Phoenix? Ne? Achtung, bei euch ist dieser komische Unterwassermann. Der ist direkt. Bei euch uns am Wasser da unten. Seht ihr den? Ja, ich hab ihn gesehen. Ich war auch. Ein Dreizack. Und da ist so ein Wasser im Glas. Achso, du willst da offen lassen, Tränke, okay. Oder? Da hat jemand Tränke geworfen. Der ist direkt bei euch am Wasser. Ihr könnt ihn töten. Der ist direkt bei euch. Clem, willst du das unten offen lassen, oder was? Nein, es ist was für Mob-Bomb. Da ist er. Ach, hier drunter liegt, okay. Lass den hochkommen und töte den. Ja. Aber vorsichtig, nicht so da dran stehen. Sei vorsichtig. Wie hol ich das? Ah, der? Ja, der hat ja nichts. Guck mal, Gunpowder.
Sehr schön. Hey, wieso liegt hier so viel? Nein, muss den Baum weggemacht. Hat jemand Holz und so ins Wasser geworfen? Leckt es so? Nein, oder? Ich hab einen großen Baum abgebaut. Das geht ab! Ah, er ist tot! Die Mauerbaum geht ab, Mädel! Oh, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste! Ja! Es sind gerade 3 Creeper runtergefallen! Hey, jetzt kannst du reingehen, Mo. Ist ja gerade verreckt. Aber... Ist doch gut, dann können wir TNT machen. Ja, glaub, sammel doch einen! Nee, die Frage ist, sind die vielleicht gespawnt, weil ich die ganze Zeit habe? Gamegeiz. Leute, das Angeln dauert auch länger, weil der Server leckt. Wenn ihr die Mauer da macht, seid sicher, dass ihr den unteren Block auch noch setzt, nicht, ne? Ach so, meinst du, ja. Oh Gott. Freunde, noch 2 Minuten, ne? Jo. Eine Minute! Bitte eine Minute! Scheiße, du bist runter! In die... Alle nach oben hin. In die Base. Die Melone ist gewachsen. Spark ganz nach unten. Ey, Klim! Nach unten, ja, nach unten, nach unten. Warte denn, Zander? Ja, alles gut. Holy shit. Leute, ihr sollt euch Gas geben, ne? Wenn der Server gleich schließt und wir sind alle auf der Leiter, ist nicht so geil. Ja. Ist hier runter. Schneller. Runter. Hi, ciao. Wir sind alle unten. Schwerter in die Hand. 30 Sekunden. Schwerter in die Hand. Easy. Haben wir hier genug Fackeln? Sehr schön. Nice. Let's go, Alter. Oh Mann. Mega produktiv gewesen. Ja, fand ich auch. Für die angespannte Situation. Wir haben 2 gute Bögen gekriegt, aber... Wow, okay. Ja. Alles sieken. Trotzdem noch. Falls sie in unserer Nähe rennen, dann wissen nicht genau, wo wir sind. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bögen, aber der Power ist schon nice. Wo? Ah, hier, da. Wer ist das? Stell dir mal vor, es wird sich einfach irgendwie random und in die Welt stellen. Ja, du hast ja hier einfach neben uns, oder was? Jo.